So, wir müssen in die Galerie. Mowgli, der kleine Gangster, ey. Wir können jetzt rechts gehen wieder und dann theoretisch geradeaus. Theoretisch. Da wird irgendwas im Weg sein. Ja. Katze liegt auf der Tastatur, schreiben schwierig. Ja, ja. Danke, Mowgli. Der Mowgli ist ein richtiger Gangster. So, darf ich ganz kurz eine Sache sagen? Mach doch. Egal, ob du jetzt an die Tür rechts oder an die Tür geradeaus kommst, an der Tür triggert der Gangster. Stopp. Stopp. Du willst in die Tür rein, oder? Ja. Deswegen würde ich die andere nehmen. Dann triggert die da und läufst außen rum. Aber achte auf den Onkel hier. Du kannst ja dann in meinem Raum hier umschauen. Warte, schau dich mal im Raum hier um. Hier müsste irgendwo noch ein, zwei Goodies dürften jetzt hier liegen. Stimmt. Seestellmann, ich persönlich und Chris sehen das 1:1 genauso. Dass gerade nach Resi 5 und 6 hier einfach wieder so eine dicke Herrenhaus-Atmosphäre auch herrscht. Weil das ist ja auch in Resi 1, bist ja auch, ich sag mal in Anführungszeichen, ins Gewächshaus gegangen. Gut, da war jetzt nicht so viel, ein bisschen Lisa Trevor und das war's im Endeffekt. Perfekt. Kannst du dir eigentlich schon mal wieder nochmal Burner Fuel machen? Oder Napalmgranaten? Oh shit. Jetzt könnte man die Zerteilerflüssigkeit reinhauen. Hast du. Du kannst. Ah, scheiße, du kannst nicht mehr so tot zurückrennen. Jetzt hast du wieder Platz jetzt auf jeden Fall. Ja. Du könntest jetzt Burner Fuel machen, weil ist ja nicht so, als wenn er. Nee, jetzt habe ich den Festbrennstoff hierfür verwendet, aus Versehen. Scheiß drauf. Ist ja nicht so, als können wir die Granaten nicht benutzen. Nee, sollten wir dann aber auch. Oh, wir sind aber voll gepackt mit Scheiße, ey. Ja. Wir laufen jetzt sowieso erstmal wieder zum Safe Raum. Warte mal kurz. Ach so. Schau mal auf die Karte ganz kurz. Ja. Wir laufen ja jetzt quasi. Wir triggern sie hier, laufen hoch und dann können wir zum Safe Raum und dann ist ja quasi direkt die Galerie da. Wir wollen nicht mit ihnen reden. Schnell weg. Scheiß Spinnen. Ich würde gern weg. Ja, ich weiß. So, jetzt ganz schnell. Was macht sie eigentlich, wenn sie einen erwischt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie bringt mich um. Genau. Lauf. There you are. Von hinten. Bestimmt von hinten, die Alte. Wow! Aber du hast kaum Schaden bekommen. Sehr gut. Ich schätze mal, sie schickt ihren Bugs auf. Ja, genau. Ah, diese Safe-Räume sind so godlike, ey. Schnell Tür zu und speichern, ey. Ich bin. So, Zeit für Inventory-Management, meine Damen und Herren. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss Odin da vollkommen zustimmen, dass Resi 5 und 6 nette Action-Spiele waren, aber gerade 5 als Resident Evil mit Wesker, ne? Geht gar nicht. Ich meine, die Wesker-Fights alleine sind schon schlimm genug, so ist nicht, aber... Dein Trauma. Ja, es ist wirklich so. Ich saß, als ich es durchgespielt habe, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer da neben mir saß, aber ich war einfach nur vollkommen schockiert. Und das war echt kein schönes Erlebnis. Wirklich nicht. Ehrlich nicht. Wirklich nicht. Sad. Ja, ich weiß. Sad story of my life. Ich sollte vielleicht mal speichern. Hast du Festbrennstoff noch in der Kiste gehabt? Gar nicht drauf geachtet. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die das am Anfang geben, so. Nee. Ja, doch. Aber wir haben erstmal genug. Ich wollte gerade sagen, findest du locker noch. Wie lange wollt ihr denn, dass wir heute noch weiter streamen? Ist so. Also wir haben Wir wollen uns dann nach euch richten. Also wir brauchen ja nicht mehr streamen, wenn die Leute müde sind und nicht mehr können. Deswegen, also wir haben jetzt 22.35 Uhr. Wir würden halt eben, wie gesagt, einfach mal gucken. Wir sind jetzt schon nicht weit. Also könnt ihr gerne mal... Wir nähern uns der Hälfte, würde ich mal sagen. So langsam. Wir nähern uns langsam der Hälfte. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nach dem... Kannst du ein komplettes Let's Play hochladen? Ja, ja, deswegen... Ich ein bisschen Schiss. Schnell einsetzen. Jetzt kommt ja dein liebster Gang aller Zeiten. Ja, ja, durchgegangen bist. Ja, ja, deswegen der geile VR-Gang. Das haben wir quasi einmal schon mal gemacht. Ist schon mal gut, ja, genau. Perfekt. Nee, ich glaube, ganz durchziehen dauert ein bisschen zu lange. Ja, nee. Das ist, glaube ich, ein bisschen viel. Also bis um 2 wollten wir das nicht machen, glaube ich. Nee, also ich würde mal sagen, so at the latest 12, oder? Ja, das klingt gut. Und da haben wir fast 4 Stunden gemacht. Da haben wir 5 Stunden gemacht. Nee, wir haben ja so um 7:45 angefangen. Nee, wir haben um 19:15 angefangen. Ist 7:45 für die Wessis. Oh, ja, dann, ja, und dann bis 12 sind das 4 Stunden 45 Minuten. Fuck. Wenn da noch Leute da sind. Ja, ja, deswegen. Fuck. So, alle, die eklige Spinnen eklig finden. Boah, das sind wir ja, ey. Das Volk hat gesprochen, drauf geschissen, ich spiel's durch. Nein, machen wir nicht. Aber ja, sie stellen man, Resi 5 und 6 sind per se keine schlechten Spieler, das stimmt natürlich. Ja.
Aber sie sind halt auch nicht wirklich Survival. Das ist unser Hauptproblem, glaube ich. Mal die Story ab, mal ganz außen vor gelassen und, wo ist die jetzt? Ich bin hier wieder, warte mal, das ist meine Stelle, wo ich das erste Mal verreckt bin mit mir. Ja. Da links. Aber jetzt kann man nicht mehr hier hintergehen, die hat das umgestellt. Nee, deswegen. Da links ist übrigens hier, da in der Truhe müsste ein Herb sein, genau. Ist eine geile Truhe, muss ich schon sagen. Also, ich habe auch so Truhen. Ja, dieses Viertel 8 ohne Scheiß, das habe ich vor Chris noch nie irgendwie gehört. Wirklich nicht, noch nie. Das sagt man am besten auch sehen weniger, deswegen kennt das keine Sau hier. Ja, 24 Stunden Livestream, da fahren wir viel zu wenig Eistee hier. Muss ich erinnern. Du kannst erstmal links um die Ecke gehen, ne? Du musst da noch nicht hoch. Ja, ja. Oh, ah, jetzt. Ja, jetzt weiß ich wohl. Ich wollte gerade sagen, jetzt so eine Kurbel wäre schon echt fresh. Ah, die brauchen wir da unten auch. Nee, die ist da unten. Ha! Nice. Wie sie jetzt alle versuchen, dass wir es durchspielen, ey. And the magic flashlight appears. Ist so, magic, magic, magic. Ah, 48 Stunden Livestream, klar, wir wollen euch essen, rechts ein Tuch. Genau, schön gesehen, der Junge. Hey, Bro! Hey, Bro! Bestes Waschmittel immer. Hey, Bro! Im Osten ist das gang und gäbe. Ja. Odin versteht mich. Bei mir heißt das Viertel nach 7, halb 8, Viertel vor 8, 8. Viertel vor 8 heißt 3 Viertel 8. Macht Sinn, ne? Ja, aber Viertel 8, ey. Das ist Viertel nach 7, ich weiß, was es heißt. Es ist ein Viertel von 8, ne? Ich meine, wir sagen beides, aber ihr könnt nur das eine, ihr seid voll scheiße. Nein, Spaß. Das ist ja, es ist wie im Französischen, wenn man da die Zahl 99 erklären will. Das ist 4 mal 20 plus ja, 10 die, plus 9. Okay, das System ist noch weirder. Das System ist richtig crazy, ey. So, jetzt kommt der Shit von gestern. Ich sehe auch so, Viertel und Dreiviertel macht viel mehr, Viertel nach und Viertel vor. Because I can. Nein. Okay. Wir sollten sowas nicht weiter vertiefen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ey. Ansonsten prügeln wir uns gleich noch hier. Aber ich muss diese leckeren Pommes. Willst du auch ein paar mehr? Ich sag ja auch nicht, dass ich noch ein Viertel vom Kuchen übrig habe. Nein, wir haben richtige Uhren im Bett. Ich mag Regenschauerschirm. Haben wir den heute schon mal gehört? Wenn nicht, herzliche Grüße. Ja doch, ich glaube, ich hatte ihn vorhin mitgegrüßt, wo ich alle einmal durchgegrüßt habe. Wir schauen gerade zu, wie Chris das hier macht. Also geiler Stream, muss ich sagen. Macht Spaß, dir zuzuschauen. Ja, den Boss kann ich zumachen. Auf gar keinen Fall. Den mache ich nicht, weil den kann ich nicht. Den habe ich noch nie gespielt, den werde ich jetzt nicht im Stream spielen. Mm. Dann ergötzt du dich nur wieder an den 6:1 oder so. Ah, du machst das. Halt. Mhm. Ich glaube an dich. Glaube ich auch, dass du nicht glaubst, ich sterbe. So, so theoretisch könnte ich den Weg zurückgeben. Genau, du hast ja noch nicht den Raven Key und ich glaube, der ist da hinten. So, jetzt hast du die Kurbel wieder mitgenommen? Die nimmst du automatisch. Ah, okay. So, jetzt machst du mal wie Andi immer durch die Wand hier. Ja, hör mal. Den Weg hat er gestern 30.000 Mal genommen. Ja, musst du auch, hör mal. Was willst du sonst machen, ey? Vergiss die Kurbel nicht. Oh, Seestermann, ich liebe dich dafür, weil ich weiß genau, warum du das gesagt hast. Ich schätze mal, wir haben das in unserem Resi 2 LP mehrmals erzählt. Das ist so ein Running Gag. Vergiss die Kurbel nicht. Hm. Ich liebe dich dafür, Mann. Okay, Abstimmung. Ich hoffe, du findest in Zukunft neben dem Studium noch ein bisschen Zeit für YouTube. Wir vermissen dich, Alter. Ist so. Grats auf jeden Fall raus dafür. Okay. Ash meint, wir machen eine Abstimmung, wer den Boss macht. Nö. Doch. Ja, du willst doch nur sehen, wie ich sterbe, Mann. Das ist doch dein einziges Ziel im Leben, ey. Das ist das Einzige, was man auf Freude im Leben bereitet. Das ja, echt, du bist ein trauriger Kloß. Nee, Spaß. Nee, ehrlich, sag mal, wer soll den Boss machen? Danach ist die 3-4 Stunden um, da bist du eh dran, ne? Nein, das ist nicht mehr lang gemacht. Ja, ja. An die Regeln, siehst du? Ja. Aber trotzdem machen wir eine Abstimmung. Was schreibt denn der Seesternmann? Der Seesternmann schreibt, ja, genau da. Er freut sich. Ich find's cool, dass man unsere Running Gags kennt. Er ist halt unser Resi-Bro, Mann. Ist so. Er ist der dritte Resi-Bro. Oh, sie steht da. Wie bei dir. Guck mal, wie bei dir. Da war genauso. Ja, ja. Dass sie einfach so da steht und guckt. Ja, ja, ich hab's gesehen. Crazy. Haben hier nicht noch ein Nest? Könnt ihr mal Tür zu machen? Wie einfach alle wollen, dass ich den Boss mache. Ja, darf ich auch mit. Muss mal kurz hinhören. Darf ich auch mit abstimmen? Ich glaube, sie kriegt gerade ein Kind und ich will nicht wissen, wo das herkommt. Shitcock. Versuchen nicht zu viel Flame Fuel, das ist der Eingang. Oh fuck. Seestermann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Kollege von mir studiert Chemie. Und ich weiß, wie das Ganze ist. Auf jeden Fall viel Lernen, scheiße, glaube ich. Ja, und vor allen Dingen ist es auch mit Praktika innerhalb der Ferien, wie ich gehört habe. Wo warst du mit der Kurbel? Da musst du hoch, genau. Okay. Also Eingang, Wohnzimmer, Esszimmer.
Also, die haben abgestimmt, ich mach den Boss nicht, sondern du machst den. Die haben einstimmig alle abgestimmt. Ja, dann freust du dich nur wieder, wie ich sterbe. Ja, ja, die haben abgestimmt. Selbst du bist da gestern zweimal verreckt. Ja, bin ich auch. Ja, ist ja echt gestern gewesen, heftig. Ja, wir haben gestern oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr. Ja, ist so. Wir haben das Game so in den letzten 3 Tagen durchgerockt. Boah, das war echt Wahnsinn, wie wir es durchgezockt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hatte keine Stelle, die wirklich gehangen hat. Weißt du, wo ich wirklich gesagt habe, nein. Ich weiß. Aber kann mich gut verstecken im Notfall. Ja, das stimmt. Ich will einfach mal kurz gucken, was da so abgeht. Die Frage ist, ob sie vor oder hinter dir ist, ne? Oder du kannst einfach durchlaufen. Ich glaube nicht, dass sie da draußen folgt. Oh, run! Und jetzt mal Rechtskurve. Fucking hell. Ich glaube, die brauchen mal so eine Sekunde, bis sie sich in Luft auflösen. Ja, ja. Irgendwie. So, aber du bist ja schon mal richtig. Muss der Onkel nur noch sterben und dann haben wir's. Wow! Fliegender Gegner! Fireflies! Gut, dass ich genug Kanister habe. Hast du da um die Ecke schon nachgeschaut, ob da irgendwelche Goodies sind? Oh! Sag mir bitte, du hast einen Dietrich. Braucht man dafür überhaupt einen? Falsches Ende. Nee, der ist einfach offen. Schöne Box auf jeden Fall. Ja, hör mal, du hast aber eine Dietrich-Kiste irgendwo. Schau mal auf die Map, bitte. Da ist eine Dietrich-Kiste im Esszimmer. Ah. Ein Esszischschrank, ja, aber ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben erstmal Marjorie am Hintern, das reicht erstmal. Ich weiß nicht, ob sie raus kann. Ist mir egal, ich verstecke mich erstmal. Jetzt kommt, kriegt sie einen Flammenwerfer-Dusche, ey. Sehe ich, der Mann, auf jeden Fall. Wir und der ganze Chat und alle Leute, die gerade dabei sind, wir wünschen dir viel Erfolg beim Studium. Und wenn du fertig bist, mixst du uns allen irgendwann einen chemischen Heisenberg-Mix. Andi regelt Marjorie, sagt Malik. Also ja. Finde ich in echt in Ordnung, Malik. Nee, also, guck mal hier, das ist alles fake. Jetzt kannst du ja mal die Stimme aufziehen, wer sagt nicht, soll ihn machen. Ich finde bestimmt einen, also ich auf jeden Fall schon mal. Wow! Und, ja, ist auf jeden Fall eine gute Lightshow hier. Bats, das hat ihn richtig zerfetzt, den Jungen, ey. Weißt du, ich hasse diese komischen Fliegeviecher. Ich meine, Gott sei Dank. Der lebt ja immer noch! Ja, da ist auf jeden Fall gut die Hutzi am Abgehen. Wenn ich eine Granate hätte, wäre das jetzt geil, so eine Haftgranate, weißt du? Boah, ja. Sticky Bomb! Verschwende ich mal das ganze Feuer, ey! Ich krieg Marjorie nicht gekillt ohne Feuer. Achso, du machst Marjorie, finde ich gut. Ja, ich mach Marjorie. Ist in Ordnung, ich mach Marjorie. Ist okay. Ja. Die sagt schon wieder aha. Ja, ich spüre. Hättest du auf jeden Fall so ein bisschen von... Dafür, dass du willst, dass ich sterbe. Sag mal, was? Das sind immer so 3 Dinger. Alter, wie viel lebt denn da noch? So, jetzt müsste es reichen. Du hattest das ja schon vernichtet, wo ich es gesehen habe letztens. Ja, deswegen kannst du auch. Du kannst ja auf jeden Fall gleich mal... Boah, jetzt ist doch mal gut hier. Ist da immer noch ein Nest? Nee, das war's. Aber du kannst dich mal heilen, glaube ich, bis auf Geld. Oh, ja. Ein bisschen. Holy fucking shitload. Kannst du dir ein neues Heilzeug machen? Weil das, glaube ich, keins mehr. Ja, würde ich machen, genau, perfekt. Meine Fresse, Dreiernester hier. Ich hast du nur nicht mehr so in Erinnerung wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, ich find's krass, dass es so lange gehalten hat, ey. Das ist schon. Wie er einfach mit so einer Billigkurbel das Teil da rausholt. Was ja auch mal gegen den Wasserdruck ankämpfen muss und so. So, hier müsste der Ravenkiegler. Das können wir auch gebrauchen. Ach, Snai. So, willkommen auf dem Scheiß. Da oben ist auch noch was. Ist das eine antike Scheißmünze da oben drauf? Na klar, Glücksmünze beim Kacken. Ist so. Ja. Ja, du musst weg davon, damit das geht. Ja, das war orange, das geht noch voll. Gott sei Dank haben wir. Schön, das noch nicht gemacht. Okay. Das ist einfach ein Stück Metall mit einem Schädel dran, Alter. Ja. Alright. Öffnen wir erstmal den. Weißt du, was ich mache vor Marjorie Bossfight? Die Magnum holen? Ich laufe zurück und hole mir den Grenade Launcher. Ah. Wir haben den Crow Key, ich kann in den Supply Room. Du hast recht. War das der Crow oder der Snake Key? Das ist der Crow Key. Ja, aber brauchst du nicht den Snake Key? Oh, shit. Ich liebe das Türen aufmachen. Großartiges Element. Hat's Zeit. Läufst du für mich zurück oder soll ich zurücklaufen? Noch hast du nicht den Controller in der Hand. Ja, das Problem ist aber, wenn du sie... Wenn er dafür sorgt, dass ich nicht mehr zurücklaufen kann, weil sie uns in irgendein Loch wirft... Ist das ein neues Nest? Nee. Ja, das ist ein neues Nest. Aber... Ja. Oh, fuck, die Dinger nerven, ey. Ich muss auch sagen, nicht der größte Fan. Nee, ne?
Merkt ihr die Frage von Ash gerade mal? Dann kannst du sie gleich beantworten, wenn ich dran bin. Oder Ash, du schreibst sie einfach gleich nochmal rein, wenn ich dran bin, weil dann kann Chris sich ein bisschen mehr konzentrieren. Weißt du mal nicht, wie lange ich draufhalten muss? Das ist so ja, ein blödes, ich weiß. Gefühl, was man da haben muss. Ich bin nochmal überlegen. Du brauchst, glaube ich, ich weiß nicht, ob du killen musst, aber da unten ist, auch, ist auf jeden Fall eine Schulter, die du auch kannst. Von daher killen ist keine schlechte Idee. So. Reicht, reicht, reicht. Das ist bestimmt wieder nur ein Nest. Oh Gott, Alter. Es nervt tierisch, den Peter. Das soll's ja auch. Da ist noch zwei wieder. Ich lass die Scheiße, den Tisch. Der geht ja, dann musst du durchlaufen. Weißt du, die machen zwar wenig Schaden, aber wenn sie sich 10 mal stechen, ist das auch für den Arsch. Ja, deswegen. Och, ist das nervig, Alter. Seriously. Verbrauchst du den ganzen Flamethrower? Ich könnte natürlich auch probieren, gegenzuschießen, aber wenn da noch ein Nest halt da klebt. Lauf einfach durch. Lauf einfach hier hin und dann kannst du zurück zum Haus. Das ist einfach geradeaus durch die Tür. Wow, what the fuck? Ja, lauf einfach durch, ne? Ja, du hast vollkommen recht, dass du da nicht gelaufen bist. Das sehe ich ähnlich. Nicht zu weit, ansonsten triggern die wieder. Tun sie schon. Oh Gott, Alter. Das ist ein bisschen unnötig. Was macht sie gerade da, ey? Boah, seriously, dude. Ja, den kannst du ja zumindest mit dem Messer. Warte mal, ich mach's so wie du bei dem Molded. Okay, jetzt kannst du aber, glaube ich, laufen. Rise and shine, Sleepyhead! Die alte, ey. Bin ich überhaupt richtig? Ja, bist richtig. Und gleich links. Genau hier lang. Kurz durchatmen. Außer, was jetzt scheiße wäre, wenn die Tür zu wäre. Und sie hinter uns wäre. Das wäre legit scheiße, aber jetzt eigentlich ist das Spiel nicht scheiße. du weißt, wo du lang musst? Nein, der Wohnwagen steht hier um die Ecke. Nee, ich meine, um den Grenade Launcher zu holen. Ach so, ja. Das wüsste ich auch. Aber mach erstmal den Inventar leer, oder? Ich weiß nicht, ich würd den Inventar ein bisschen leer machen. Ich muss bald schon mehr heilen wegen der Scheiße. Ja. Wir können fast die Magnum gleich wieder auslösen. Wir haben schon wieder eine neue Münze gekriegt, ey. Können wir, ja. Ich biete dir jetzt an, zu übernehmen. Wie du magst. Ich kann auch gleich erst. Brauchen wir den jetzt im Haus? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alles geholt, was es da gab. Die werde ich mal gekonnt mitnehmen, einen davon, wenn man einen nehmen kann. Zack. Weil da könnte ja noch einiges Zeug rumliegen. Obwohl, alle Türen können wir eh noch nicht aufmachen. Nee, deswegen. Können wir nachher machen. Ach, ich nehme es einfach mal mit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir die nochmal? Ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Nee, ne? Wir haben die beiden wichtigen Sachen gemacht. Pack einfach rein, sonst holen wir sie nochmal. So. Was geht im Chat? Im Haus ist noch ein Dietrich-Schloss. Ja, wir können ja mal gucken. Geh mal in die Map rein. Hab ich das nicht schon geholt? Geh mal einen hoch. Nee, das hab ich, glaube ich, geholt gehabt. Nee, das hatten wir geholt. Auf keinen Fall eins, was wir angeredet haben. Nee, das hatten wir auf jeden Fall geholt. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt den Grenade Launcher. Jetzt will er den Scheiß rausholen. Rein, direkt links, ne? Ja, ich weiß noch, wo der Raum war. Bei dem Molded, ey. Hoffentlich taucht er jetzt nicht auf. Der Penner. Dein Vermächtnis, ey. Du meinst dein Vermächtnis, du hast damit angefangen. Ist sie immer noch hier? Die Omi, ey. Wollte sagen, wenn man um die Ecke guckt, ist sie irgendwie weg. Ja. Jetzt haben wir den Raven-Schlüssel einfach weggelegt. Ich bin dann mal weg, ne? Wer von euch hat Resi 7 eigentlich schon gezockt, angezockt, durchgezockt und wer von euch hat es noch gar nicht gespielt und sieht das gerade alles zum ersten Mal hier? Das könnt ihr gerne mal reinwerfen, würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Ich denke mal, Chris sieht das genauso. Oh yeah. Okay, dann ist hier genau Schießpulver. Kann man das Schießpulver als eigentlich noch für was anderes außer Pistolenkugeln benutzen? Ja, Advanced Pistolenkugeln. Okay, ja, obwohl die sind ziemlich mächtig. Ja, deswegen. Sagen. Okay, aktuell brauchen wir eher Heilmittel. Ja. War hier noch was? Ja, da unten, oder? Guck mal, da. Starke chemikalische Flüssigkeit. Stark, damit können wir. Da. Genau. Ja, jetzt brauchst du mir nicht zeigen, jetzt habe ich die. Ja, ich glaube, das kriegst du hin. Das war's, glaube ich, hier. Oh, ich sah noch was. Da hinten, hinterm Bild. Sexy Schmexy, Dude! Oh ja. Zweimal Flintenmunition. Paxi Lexi Fixi. Oh, wie fies, Alter. Jetzt der Molot kommt, ey. Ich höre ihn doch. Ja, kill ihn nicht. Lauf einfach durch.
Der moldet, ey. Kannst mal rausgehen jetzt. Kann mal in den Keller gucken, da hast du bestimmt was liegen lassen. Ja, da, ja, moldet habe ich da liegen lassen. Bist du am Ende? Nee, am Ende hast du alle gekillt. Nee, einer lebt noch. Okay. Also so viel Platz hast du sowieso nicht mehr. Hast recht, ich könnte mal was in die Truhe packen. Jawohl. Item Management at its best. Also ich bin ganz echt dafür, dass wir den zweiten Bosskampf, um jetzt mal nicht viel vorweg zu sagen, den legen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, ja, ich rüste mich selber nach raus. Redest du mit mir? Ja. Ja, hast du ein Problem damit? Der ist voll fies. Ja, Malik, wir werden ja auch nicht bei jedem Item fragen, ob du weißt, ob da was liegt. Weißt du? Guck mal, wie viel Zeug hier liegt. Ja. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss jetzt einfach mal... ja, wir haben... Also, noch spielt Chris gerade, da unten. Ja, ich sehe es. Du brauchst nicht mit dem Finger aufzeigen. Ja, ja, ja. Hör mal, gleich holen wir uns wirklich die Magnum, Alter. Ja, crazy, Alter. Wie sag ich den ganzen Alter? Nee, aber ich find's geil, dass es schon einige auf jeden Fall durchgehauen haben. Wer denn? Ich kann gerade nicht gucken. Gyros hat's durch. Ash sieht's zum ersten Mal. Combine sieht's zum ersten Mal. Nerevani, ich sag die ganzen Namen sowieso mal falsch, tut mir voll leid. Nerevani hat's durch. Odin hat's als LP geschaut, zweimal. Ja. Mehr kann ich gerade nicht lesen. Was haltet ihr denn vom neuen Resident Evil? Habt ihr alte Resident Evils gespielt? Wie sind eure Meinungen? Gerade dann würde es uns interessieren. Es hat ja mal wieder die Kontroverse, dass viele Fans sich nicht damit abfinden wollen, dass es jetzt eine andere Game-Design-Richtung genommen hat mit Ego-Perspektive und nicht zum 10. Mal mit Chris spielen. Wie seht ihr denn das? Ja, also und warte, sollen wir unsere Meinung erst nachher sagen, weil nachher lasst... Ich glaube, die ist schon relativ offensichtlich. Also wir sind vollkommen begeistert eigentlich, kann man fast schon sagen. Ja, wie viele Münzen haben wir jetzt eigentlich? 8, glaube ich. Ich würde auch gerne 8. Okay, fehlt noch eine für die Magnum. Krass! Ich hab die Magnum bei mir, oder beziehungsweise als wir das gespielt haben, habe ich es erst bis kurz vor Schluss gekriegt. Also es hat auf jeden Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt halt ein, zwei Kontroversen, wie das ganz am Ende mit einer gewissen Person. Ich will jetzt mal nicht weiter ins Detail gehen. Na, darum geht's ja erstmal nicht. Aber so als Horrorspiel hat es die Menschenatmosphäre aus dem Einser. Es ist zwar, wie Gyros schon sagt, es ist kein typisches Resident Evil, aber es funktioniert aus dem Horroraspekt halt viel mehr. Was steht auf deinem geilen T-Shirt? Ey. Ich kenne das T-Shirt nicht. Lese es mal durch, Frau Nightfall wird's kennen. Ohne Scheiß, ich muss mal gerade das T-Shirt von Chris mega loben. Da steht, I went to Raccoon City and all I got was this lousy T-Virus. Ja eben, passt doch, oder? Geil, Alter. Wieso ist mir das die ganze Zeit nicht aufgefallen? You never look at me. Geiles Shirt, hör mal. So, ich hab mal gerade voll die Heilmittel Hast du steife Nippel? Nein, Spaß. Natürlich. Immer, wenn du mich anguckst, Mann. Wir machen mal ganz kurz Smoochie-Smoochie-Pause. Komm, mach mal Respekt für die Heilmittel, die ich gerade geschaffen habe. Alter! Ja. Crazy. Aber, wenn wir schon nichts haben, wenigstens Du hast mir, du verbrauchst mir ein bisschen zu viel Platz im Inventar. Wofür denn? Für... Du hast gespeichert, ne? Ja. Ja, gönn dir. Du machst ja den Bossfight. Resi 6 ist dein besseres COD. Naja, okay, da würde ich doch wahrscheinlich, wenn ich COD spielen will, lieber COD spielen. COD ist ein halbwegs gutes COD. What a sentence. Ich muss auch sagen. Nerevani, ja, so sehen wir das auch, so wie du. Ja, ja, es war auf jeden Fall eine positive Überraschung. Und ich. Warte mal, da lag was, hast du gesehen? Drehen. Das sieht man wegen der Dunkelheit nicht, warte. Hier ist irgendwo so ein Kelch oder irgendwie sowas. Da dran. Oh, du bist gut. Ich wusste, dass er da war, weil ich ihn aus meinem Run noch geholt hatte. Fucking Schießpulver, ey, was soll man damit? Den Haare schmieren, ey. Vielleicht sehen sie dann mal frisch aus. Ash, genau das South Park Zitat lustigerweise hatte ich auch im Kopf. Und Julia. Und ja, genau, lies mal, was Julia schreibt. Ja, ich wollte gerade Julia ansprechen. Ich weiß, das ist auch eine geile Monkey Island-Referenz und ich liebe Monkey Island genauso wie der Typ hier. Und wrong Tür, du musst, glaube ich, weiter rechts. Das ist echt ein geiles T-Shirt. Von daher, ich hoffe, er vergisst es hier rein zufällig, wie damals seine Mütze. Ich habe auch noch mal ein anderes Shirt dabei. Killing Infected since 1969. Ist auch sehr cool. Hatten wir dir das nicht zum Geburtstag geschenkt? Das kann mir ja gut sein, dass ich das von euch beiden habt, ja. Geile Shirts, Jungs. Und Mädels.
Also gibt schon ein paar coole Resident Evil Shirts, also kann ich nur empfehlen. Ja, ja. Showing the love for the franchise. Ich habe ja auch meine Figuren irgendwo rumstehen. Da siehst du zum Beispiel den Birkin Tyrant. Ja, und ich habe dir mal einen Zombie geschenkt. Ich weiß, cool, der ist da hinten. Noch OVP. Das kann alles bedeuten, meine Damen und Herren. Kann will ja den Wert behalten, findet er ihn einfach scheiße. Tja, du wirst es nie erfahren. Oh, ich kann jetzt einfach rüber. Ja, ja. Kommt jetzt nicht. Ja. Versteck mich mal kurz hier. Du machst das schon. Hast gespeichert, ja, ne? Jo. Im Haus zumindest. Ich trinke ein bisschen Eis hier, du machst das schon. Ja, ich mache ja jetzt den Bosskampf und du machst dann den nächsten. Finde ich gut. Ja, voll der Bosskampf, ey. Ja, Mann. Dann hoffe ich, dass du die Lampe zeigst. Ist sie etwa kein Boss oder ist sie ein Boss? Zeigst du bitte die Lampe? Ja, ich versuch's. Und dann können wir auch mal klären, wie man das übersehen kann. Ja, ja. Wie ist das eigentlich, wenn man dieses Ultraheilmittel hat und man hat hier, man macht Autoheil? Ich glaube, der macht erstmal nur die kleinen Heilmittel. Wäre schon besser, ich, ne? Also ich glaube schon, ja. Ja, Julia hat ja damals das Shirt bestellt und dann stand da nur drauf, I went to Raccoon City and all I got. Echt? Ja, ja, hat dieses letzte, The T-Virus, hat total gefehlt. Oder da stand nur T oder so. Habt ihr wenigstens die Kohle dafür bekommen? Ne, sie hat das behalten als zweites Shirt. Also ja, ja, gut. Ja, umsonst hat das nochmal ein richtiges Shirt bekommen. Ja, ja, dann hätte ich es auch behalten, auf jeden Fall. Fuck, Mama. Guck mal, ob ich das jetzt so leicht hinkriege, wie man es eigentlich machen kann. Ja, ja, ja. Weil ich habe dabei beim allerersten Mal richtig gestruggelt, als wir an der Stelle kamen. Oder ob man sie wirklich erst damagen muss. Kannst du schon den Flamethrower rausholen. Und hoch. Oder? Nee, sie ist immer noch vor der Leiter. Du hast gleich ich wollte gerade sagen, du hast gleich keine Fuel mehr. Oh, Mann. Scheiße. Ich will mich heilen. Boah, Bitch, ey. Yeah. Ah, sie fällt ja wirklich rein. Wow. Das ist mir gar nicht aufgefallen irgendwie. Crazy. Warte mal, halt mal. Na, die Lampe. Lieber raus hier. Ich wollte sagen, jetzt kriegst du voll den Damage dadurch, ja. Bei dir war es irgendwie so, sie ist nach hinten getorkelt, du bist hoch, auf einmal war sie weg. Ja, ja, sie ist runtergefallen, als ich hochgeklettert bin. Oh, sieht das geil aus. Mhm. Zack, zack, zack. Gut, dass es funktioniert hat, ey, ohne Flamethrower. Was du verpasst hast, wäre fast Chris wieder tot gewesen. Ja, läuft. Ey, ich wollte mich heilen und erstmal so. Ja. Hängt erstmal nach 5 Minuten in der Luft, ey. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich. Ich frage mich, warum die Buchstaben teilweise groß geschrieben sind. Ja, ja. Armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, 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 armselig. Wenn du meinen Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Odin, ich muss dem übrigens zustimmen. Zero ist auch der Teil, mit dem ich am wenigsten warm geworden bin. Das ist kein schlechtes Spiel, will ich gar nicht sagen. Aber es ist der Teil, mit dem ich, wie gesagt, am schlechtesten klargekommen bin. Aber wie gesagt, ist kein schlechter Teil. Haben wir in unserem Schwer-LP lang und breit erörtert. Ja. Das inzwischen auch durch ist, auch wenn es manche noch nicht wussten. Ja, wir haben es geschafft. Ich meine, es war sehr, 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 sehr knapp, aber wir haben es geschafft. Ja, auch wieder. Entweder lädt die Textur nicht oder die. Ich glaube nicht, dass die das so eingebaut haben. Irgendwas lädt hier nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, guck mal, was alles so high-res ist, ey. Betreffende des. Serie-Serums. D-Serie-Serums. Ja, ne? Den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. D-Serie-Gehirnnerv, D-Serie-Peripherer-Nerv. I think that's it. Ja, läuft. Ja. Nimmst du mit, oder? Nee, können wir nicht. Wir brauchen den Kopf kriegen wir da ja noch nicht und der Arm ist woanders. Ach, das war jetzt... Das war nur das, was wir brauchen dafür, glaube ich. Verstehe ich jetzt nicht ganz, wo der Kopf jetzt ist. Aber wir werden es wahrscheinlich... Den Kopf wollte doch Zoe besorgen. Ah, den Arm kriegen wir ja woanders her.
All the blood on the screen. Mhm. Well, did he find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Darf ich Maliks Frage beantworten? Gerne. Natürlich gibt es jetzt hier von LP geben auf Andys Channel auf jeden Fall zum ersten Mal und zwar auf Madhouse irgendwann. Also wir laden das hier, denke ich mal, als Stream hoch. Ja, ja. Aber ich denke mal, wir werden es nicht durchspielen, oder? Nee, wie gesagt, wir ziehen heute nicht bis endlos durch. Nein, ich meine, dass wir den Safe aufbewahren und dann in ein paar Wochen, dass ich spiele und du schaust zu als Beispiel. Die Puppe erinnert mich an was anderes. Ja, ja. An eine andere Stelle, die später kommt. You! So ein bisschen Voodoo haben sie auch noch mit reingebracht. Alle Rednecks-Klischees. Ja. Nee, ist halt die... Ja. Ganz schön wenig Dokumente hier. Ja, klären wir das Ganze gleich. Lesen wir erstmal vor. Du darfst mal wieder. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Sawyer hat schon recht. Irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Ich sehe und höre Dinge. 15. Oktober. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt der Stadt gegangen und hat mich geröntgt. Was ist mit mir passiert? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort würde es niemand finden. Jener Arm ist ein Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Apropos RE2, wir freuen uns wie Scheiß auf das Remake. Und ich weiß, Seestermann ist mit uns dabei. Ist so. Richtig geil. Ne, die Frage ist jetzt, die Frage können wir auch mal an den Chat stellen. Und zwar gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir führen das, was wir gerade gemacht haben, als Safe fort und sehen das als LP. Oder wir sagen, ey, das war unser Livestream zu Resi 7. Und irgendwann, wenn wir dann wenn wir sagen, ey, da haben wir Bock drauf, machen wir einen Madhouse-Run. Das sind die beiden Alternativen. Wir machen den Run fertig, theoretisch. Oder wir machen separat, wir lassen es jetzt so und machen nochmal ein separates LP über Madhouse-Run. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Ja, aber wenn wir das jetzt aufnehmen, wie wir IPs aufnehmen, geht ja irgendwie der Flair verloren. Wenn ich jetzt zu Hause bin und... Ja, ja, klar, deswegen. Also ich würde das schon hier als Special ansehen und dann mal richtig später. Deswegen, so als kleines Zückerli, sag ich mal. Und dann irgendwann, wenn wir uns nochmal treffen, dass wir das nebeneinander aufnehmen, weißt du? Es wird auf jeden Fall noch genug Resident Evil geben. Ja. Ich sag nur Resident Evil Gaiden. Haben wir auf jeden Fall auch noch drauf. Vielleicht nehmen wir da morgen noch was auf. Ich bin auch dafür, dass wir einen Madhouse-Run machen, einfach weil es nochmal interessanter ist. Ja, ja, klar. Das Fan-Made von Rod Lima, war das, was auf der Darkside Chronicles Engine basiert? Weil wenn ja, habe ich es gesehen, sah geil aus. So, und jetzt achten wir mal auf ein paar Sachen. Wir erinnern uns ja, wo sie gelegen hat oder weggeschmolzen ist. Und das gerade kann man total übersehen und wir haben es auch übersehen. Wir sind hergekommen, auf einmal knackt es hier oben, dann guckst du natürlich hoch, guckst runter, denkst, wo ist die Lampe hin? Ja, ja, genau. Und dieser lange Arm gerade war ein gutes Foreshadowing auf das, was noch kommt. Ja. Und ich finde es gut, dass Anima mit wenig Munition einen Boss legen darf. Ja, also, danke. Das ist, echt, ist meine ist echt Revenge dafür. Ich muss den Eistee leider nochmal loswerden, danach kann ich gerne übernehmen. Also von daher, ey, du bist auf ordentlich gelb, also von daher... Ich weiß nicht gerade, wo wir jetzt hin müssen. Du kannst speichern, oben links. Geh mal speichern, dann mache ich Inventory Management und ab dem Safe Room übernehme ich wieder. Okay. Andi dreht sich einmal um und lässt alles laufen. Ansonsten pinkt ich mir gleich die Hose voll, deswegen gehe ich lieber jetzt. Oh nein, nein, nein! Bugs. Kein guter Weg, dann nehme ich lieber den anderen und hoffe, dass Frau Marguerite uns jetzt hier nicht doch noch auflauert. Ich erwarte sie gerade nicht. Aber man weiß es ja nie. Ja, Malik, die DLCs werden wir uns bestimmt holen. Also ich habe es ja für PC, Andi wird sich das Spiel für PS4 holen. Jetzt hat er es gerade nur ausgeliehen. Aber die sollen sehr gut sein, sind aber sehr kurz. Und boah, diese scheiß Puppe hier. Die hat Andi und mich gestern schon erschreckt. Die sind sehr kurz, aber auch sehr gut. Und da ist noch ein Nest.
Aber daher warten wir ja da eher auf einen Sale, denke ich mal. Weil 15 Euro für eine halbe Stunde spielen muss nicht sein unbedingt. Ja, das stimmt. Oder einfach Season Pass. Wenn der mal im Sale ist, so 30 Euro für alle Inhalte, würde halt auch okay gehen. So. Problem ist, überall sind gerade Nester in der Nähe. Oh, ja, das ist schlecht. Ich muss im Übrigen, während du jetzt gerade mal hier ein bisschen durch die Gegend läufst, muss ich mal gerade ganz kurz, wo du erwähnt hattest. Das stirbt nicht. Wo du es gerade erwähnt hattest, mal meinen Kollegen grüßen, der mir das Ganze ausgeliehen hat. Ich weiß nicht, ob er das jemals sehen wird, aber einfach nur für den Faktor, dass es der Fall sein könnte. Und einfach auch, um mal zu tributen, Grüße gehen raus an Masterstar Seven, der mir das Spiel ausgeliehen hat. Von daher fetten Thanks dafür. Den muss ich dann auch mal wiedergeben, fällt mir gerade mal ein. So, ich überlasse dir das Management und speichere jetzt nochmal. Dann ja, darf der Meister wieder ran, ja? Wie wir auf Konsole spielt, ist doch kleine Kinder, ey. Konsole beste. Wer schreibt das? Kein Rudolf. Sagt ja, ey. Also ich bin auch PC-Typ. Sag ich immer, ich hab das Spiel auch auf PC, muss sagen, es steuert sich echt gut. Ich hab's vorhin bei Jack Baker verkackt, aber grundsätzlich ist die Steuerung echt gut umgesetzt. Also ich bin auch einer, der Resi eigentlich immer mit Controller zockt. Da bin ich eigentlich Traditionalist, aber weil das hier Ego-Perspektive ist und ich der Meinung bin, Shooter spielen sich besser mit Maus und Tastatur. Spiel ich es auch so, aber ich muss sagen, man hat nicht wirklich einen Nachteil durch den Controller, weil die Gegner, wie Andi sagt, auch ein bisschen langsamer sind und Ethan auch grundsätzlich sich ein bisschen langsamer bewegt. Scheiße. Viel Spaß, mein Freund. Ja, ich kann keinen Brennstoff machen, ne? Das ist ein bisschen kacke. Das ist ein bisschen kacke, du. Ich glaube, den Key kann ich loswerden. Aber dafür hast du dieses Ultra-Gewehr diesmal. Ja, ja. Ich kann die Münze loswerden. Wir haben jetzt echt einen neuen. Ich könnte jetzt echt die Magnum holen. Von daher passt du mal auf den Chat auf. Ich muss mal gerade. Ich nehme jetzt einfach die Albert 01R. Scheiß drauf. Ja, siehst du, Mann, das hoffen wir auf jeden Fall auch, dass die da im Original bleiben. Wir haben aber fast die Vermutung, dass sie irgendwas ändern werden. Ich meine, wir haben noch Spaltmittel, ne? Ich könnte damit irgendwas aufspalten und mir dann dadurch Feuerding-Schuss machen. Also wir sind mal gespannt, ob sie echt wieder dieses, wie im Resident Evil 1 Remake, die alten Kamerasequenzen lassen. Wir hoffen das. Und diese Tank-Controls, das haben sie ja bei dem Remake ganz gut gelöst. Also wir sind mal gespannt. Cool wäre es ja, wenn wieder so eine Zusatzstory käme, wie mit Lisa Trevor im Remake. Und wir haben auch eine krasse Idee, dass vielleicht bei Resident Evil 2 ein Hinweis zu Resident Evil 7 sein wird. Was jetzt aber erst Sinn macht, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt. Da gibt es so eine bestimmte Sache mit einer bestimmten Organisation. Da könnte durchaus Hinweise oder Sachen versteckt sein, was echt geil wäre. Ja, aber gehen wir mal nicht zu sehr in Spoiler-Territory. Nee, nee. So, ich könnte mir noch Flame-Rounds machen. Ups, sorry. Ist halt die Frage. Ja, mach du mal in Ruhe. Was brauche ich denn dafür? Warum komme ich jetzt nicht mehr rüber? Ach doch, jetzt. Da ist braucht ein bisschen. Ich lasse erstmal so. Ist okay so, damit komme ich klar. Immerhin noch 14 Zuschauer. Boah, ist immer noch. Immer noch mehr als beim letzten Mal. So, klick einmal hier drauf. Ich speichere nochmal ganz kurz separat zwischen. Hi, Bro. Ey, sind wir schon laut Ingame-File 3 Stunden dran? Ja, wir sind bestimmt schon 4 Stunden dran, wenn die Tode mitrechnest. Hör mal, wir laufen hier durch. Wie sollen wir denn in 4 Stunden schaffen, bitte? Muss bestimmt auf einfach machen. Ne, wenn du wirklich die optionalen Sachen klemmst und... Ja, das Videotape und so, ne? ...mit dem Mold im Keller nicht so lange rumtanzt, dann geht's, glaube ich. Ich verstehe nicht, warum du durch die Biester durchgelaufen bist und nicht einfach den Gang benutzt hast. Ich weiß auch nicht. 10 von 10. Wieso sagst du das? Ich glaube, hier hinten ist jetzt auch ein Nest oder irgendwas war hier. Ist auch egal. Auf jeden Fall, Alter, du wolltest einfach den Ash Ketchum, deine Frage zu Metal Gear Solid 5, kann sein, aber diese Zusatzmissionen waren wirklich sehr anstrengend und nicht so wirklich motivierend. Also, Metal Gear Solid 5 ist ein gutes Spiel. Meiner Meinung nach von der Mechanik her eins der besten Schleichspiele, das jemals gemacht wurde, aber die Story haben sie leider verkackt. Was war hier unten drunter nochmal? Warst du schon da? Da haben wir die Kurbel gefunden und eine Kiste zerklümmert. Alles klar, so bevor ich jetzt hier runterfalle. Einen Controller kann man auch am PC einstecken. Ja, das stimmt, kein Rudolf, aber was ist dann der Unterschied? Außer, dass du vielleicht eine höhere Auflösung hast. Das ist eine korrekte Frage. Sehe ich ähnlich. Da würde ich dann nicht die Konsolen bashen, wenn ich es am... Wow. Wir haben lange gewartet, bis wir gekommen sind, hör mal. Haben wir das letzte Mal so direkt gesehen? That's special. Also ich persönlich muss sagen, ich bin halt... Also klar, es gibt Spiele, die gibt es so für PC. Nehmen wir Undertale einfach mal als Beispiel. Ich muss aber sagen, ich mag es auf der Couch zu sitzen, ganz gemütlich, einen großen Fernseher zu haben und das einfach reinlegen und fertig. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich weiß, wenn man seinen PC richtig up-to-date hält, gibt es da auch keine Probleme. Aber ich bin da... Ich weiß es nicht. Ich bin aber reinlegen und fertig ist ja heute auch bestimmt auch nicht mehr. Darfst erstmal einlegen und den Day-One-Patch runterladen. Ja, aber dann bricht es sich irgendwie ab oder so. Ich muss mich mit der Grafik auseinandersetzen. Ich will einfach reinlegen, zocken, fertig. Weißt du, was ich meine? Das ist für mich so das, was wichtig ist.
Oh. Wir haben noch jemanden, der neu dazugekommen ist oder wieder dazugekommen ist. Was liegt hier? Chigorath? Cool. Jawohl! Chigorath, herzlich willkommen in der Chris und Andy Resi Army und fühl dich herzlichst willkommen. Uns geht's gut. Also außer mir, ich darf jetzt einen Boss legen. Aber ansonsten und alles. Flammenwerfer, letztes Mal hast du. Ah, ich glaube, du findest da einen. Ich hab Freundchen. Ich hab mir ein Psycho-Stimulant gespalten. Oh. Und das dann daraus gemacht. Woher wusstest du nur, dass da sowas rauskommt? Aus den Psycho-Dingern. Ach, weil die da. Ja. Flüssig, ach, wegen der Chemikalie. Richtig. So, ein Schatzfoto. Ich habe keine Ahnung, was sein soll. Ach, und den Brennstoff hattest du noch, diesen Festbrennstoff? Ja, ja, genau, den hatte ich noch. Okay. Bloodwork. Ach so, der gute alte Dexter. Warum bist du nicht bei mir? Hör mal. Andi, du lädst einfach zu wenig hoch. Der kann du wieder abhauen. Der will eh nur, dass du Thief spielst. Ich glaube, das passt nicht ganz gut zusammen. Nee, aber Grüße an dich, Bloodwork. Schöne Grüße. So. Auch noch einer unserer minderjährigen Zuschauer hier beim sehr gewalttätigen Spiel. Oh, dann Also, auch wenn ihr Angst vor Spinnen habt, wird's bald eklig. Und wenn ihr Angst vor Gebärmüttern habt. Boah, das musst du einmal richtig zeigen, ey, das ist wirklich... Ja, sei mal ruhig. Sollen wir gerade ganz kurz das Ohr wechseln? Oder zumindest mal beide Runden. Hast du es gehört? Ja, ich hab's gehört. So, Spaltmittel. Aber wir haben viel zu wenig Platz im Inventar, das gefällt mir gerade gar nicht. Ich hätte gerne mal... Ja, kein Rudolf, da hast du recht, aber es gibt auch ein paar Exclusives, die nur auf Konsolen rauskommen und das ist dann ätzend. Weil man die da nicht spielen kann. Hatten wir noch einen Dietrich? Ja, in der Truhe. Ich laufe zurück. Ich muss sowieso ein Inventory Management machen, dann kann ich zurücklaufen. Tür! Geh doch mal auf! Ich muss nochmal gerade zurücklaufen. Das hier ist mir ansonsten viel zu tricky. Ach, Quatsch, hier ist doch keiner minderjährig. Ja, niemals. Na, ich sag mal so, jetzt kommen keine Szenen mehr, wo Arme abgerissen werden oder so. Oder abgesägt werden. Ich meine, wir zerfetzen zwar eine Mutter, aber mein Gott. Spoiler, Alter. Kannst du zugeben, dass du stirbst? Ja, tue ich auch, und? Ich komme mir vor wie ein Zwölfjähriger. Hm, ob es das besser macht? Ja, 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 so. Geh nicht durch den Tunnel. Ja, mache ich jetzt aber. Ja, ich weiß, aber die Tür ist zu. Zumindest, soweit ich es gesehen habe. Aber ist ja eh direkt um die Ecke hier. Vermutlich kannst du sie von der Seite öffnen. Außerdem können wir so, Ach, Andi will einfach nochmal den Tausendfüßer guten Tag sagen. Guck mal, Schilgorat hat das alles noch gar nicht gesehen. Wie war das noch? Sei ein Erwachsener, wenn du es sein musst. Sei ein Kind, wenn du es sein kannst. Hashtag Deep Shit um 23 Uhr hier. Deep Shit, aber wirklich, ey. Habt ihr noch einer was zu knabbern da? Sonst geht ja sonst gar nicht, ey. Wo sind eigentlich unsere Chips? Du hast die gerade gefressen. Da was? Vorne, ja. Her hier. Nix da, Junge. Gib her hier. Du wolltest mir Eis auch nicht holen. Halt's Maul. Ey! Das ist Beeinträchtigung hier, aber knusper nicht zu laut, die armen Jungs, ey. Ach, komm. Du machst doch eh nur Inventarmanagement. Ey, jetzt knusper nicht so laut, Junge. Übrigens Hannibal. Hannibal-Serie kann Lisa vollkommen empfehlen. Was soll ich jetzt sagen? Genau, so. Ich wollte das hier rüber tun. Nom nom nom. Naja. Ich könnte mal meine Brandgranaten mitnehmen. Ey, immerhin ist der Sound besser als bei unserem Obscure-Let's Play. Ja, das ist... Oder so, was habt ihr gerade gesagt? Ja, ja, das war richtig schrecklich, ey. Da war ich das zweite Mal hier gewesen oder so. Da haben wir eine Socke an einen Staubsauger gebunden und da irgendwie das Headset-Mikro daran hält, ey. Da haben wir ein Foto davon gemacht. Boah, das waren Zeiten, ey. Ach so, das Online ist mega überbewertet, ey. Muss ich mal. Was mich jetzt noch interessieren würde, solange noch ein paar Leute da sind. Wie seid ihr entweder auf mich oder Andi gestoßen? Das will ich jetzt gerne nochmal wissen. Ja, das wäre super interessant. Das wäre für uns mega interessant, auf jeden Fall. Ja, erstmal die Frage, dann kommen noch andere. Ja, ich muss noch mal ganz kurz den zweiten Psycho hier auflösen mit dem Spaltzeug. Ich kann mir nämlich jetzt schon wieder Fuel machen. Sword Art Online, ja, da gibt es bestimmt einen Film, das ist viel zu populär, als dass es keinen Film gibt. Ja. Da gibt es auch schon zig Spiele. So, guck mal, wie viel wir hier haben, das gefällt mir schon mal besser so. So, wir haben genug Platz, ich wollte den Dietrich aber noch mitnehmen, fällt mir gerade mal so ein. Ich bin so kurz möchtest davor... Möchtest du einen Brombeerstern? Oh ja, gerne, her damit. Soul Revival P. Oh, einer von der ganz alten Schule. Ja, deswegen heißt der vermutlich auch keinen. Ja, macht irgendwie Sinn. Mhm. So, nochmal kurz speichern. Weil der Weg so lang war, weißt du? Das ist ein Schiss, Alter. Ich werde jetzt dafür erst nochmal so einen PSN-Kommentar hier reinblitz. Also Combined hat auf jeden Fall direkt den Weg über den Meister gefunden. Welches Resident Evil LP hast du denn zuerst gesehen bei Andy? Ich wette Resi 4. Könnte ich mir gut vorstellen. Resi 4 oder Resi 1. Das sind so die populärsten. Das war die ersten LPs. Unser erstes zusammen, glaube ich.
Echt, Resi 2 LP? Ich hätte gedacht, dass das irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Hm. Oh ja, NO. Fischstermann, da haben wir uns alle getroffen. Ja, NO, da habe ich auch Chris kennengelernt damals. NO, für diejenigen, die es nicht kennen, war ein Forum, Nintendo Online. Wo ich mittlerweile nicht mehr da bin. Oh Gott, Ladylike pur, ey. Da könnte ich so viele Geschichten erzählen. Oh, wer hat das geschrieben? Ash. Das ist mir aber auch eingefallen, das stimmt. Dass Ash von Lady, Werbung für Lady, dich gemacht, von Lady kommt. Ja, ja, ja. Die Jenny, ey. Aber Good times. Das waren noch Zeiten, Alter. Staubsauger, Socken, Mikro. Das war im Ex-Battle-Mod. Ja, hör mal, davon haben wir irgendwo noch ein Bild, ey. Das war alles eine Woche, wo ich hier war. Ja, ja. Wir hatten nichts anderes. Wir hatten nur so ein Kack-Headset-Mikro und wir wollten das zusammen aufnehmen. Und wir haben so einen Staubsauger-Schlauch mit dem Stab einfach dann zusammen dahingestellt. Das war geil. Oh, danke, Junge. Du brauchst jetzt Nahrung, weil jetzt kommt gleich der Boss. Mhm. Du musst durchhalten. Jetzt geht's hart ab hier. Falls du Eistee haben willst übrigens, hier. Bevor ich vergesse, dass ich mir die gleich geben kann.